Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, bis ich meine Seelen wiedergefunden habe. Die waren nämlich da hinten in dem einen Raum drin. Dachte nicht, dass die so weit zurückgesetzt werden. Und ich muss jetzt auch nochmal gucken. Ich glaube, da ging es rüber. Ich sehe dich. Genau hier wollte ich hin. Ich glaube, hier müsste das mit dieser Tür gewesen sein, oder? Ja. Gehen wir mal nach unten. Das können wir immer noch nicht bewegen, oder? Nee. Die bewegt sich nicht, aber jetzt. Genau, können wir hier aufmachen. Dann drehen wir mal ein wenig am Rad. Und der Wanderfluch hat gerade nachgelassen. Oh. Einmal Wasserrauch raus. Mal gucken, ob wir nachher dann hier unten herumlaufen können. Wahrscheinlich. Ja. Ach, und da scheint wohl jetzt das Drachental zu sein. Müssten die Drachen nicht eigentlich von dem Wasser weggespült worden sein? Sonst hat das Spiel doch relativ realistische Physikeffekte. Wundert mich jetzt gerade etwas, aber gut. Dann schauen wir uns doch mal um. Wo es jetzt hier hingeht. Allerdings habe ich viele Seelen. Und zwei Menschlichkeit, die ich ungern verlieren würde. Jede Menge Flussleichen, wie es scheint. Was ist das? Oh, ein Skelettritter. Der sieht mal cool aus. Kriegen wir die Rüstung auch noch? Würde mich freuen. Ja, der ist schnell. Okay, können wir. Aua. Macht auch einiges an Schaden. Dafür ist er mit zwei Schlägen weg. Hat nichts für uns? Nein. Gut, wir schlucken mal einen Flakon. Ich lasse die Drachen mal. Oder Draken sind es ja eigentlich. Nachdem der erledigt ist, schauen wir uns doch mal. Hier ein wenig um. Ist wieder relativ verwinkelt. Erinnert mich ein bisschen wegen der ganzen Holzbauten an die Schandstadt. Ich hoffe mal, das wird nicht ähnlich übel hier unten. Mit Vergiftungen und so weiter. Ich lasse mal mein Schild oben. Habe ich da gerade jemanden gehört? Da ist eine Leiche. Mit stolzer Krieger. Hallo. Okay, der hat vier Angriffe und eine Art magisches Schild. Au. Das läuft ja mal gerade nicht so gut. So. Blenden wir mal den stolzen Krieger aus. 1200 geben die, oder? Ich glaube, der erste hat nur 1000 gegeben. Es kann sein, dass die auch unterschiedliche Schwierigkeiten haben. Der andere hat nämlich auch nicht geblockt. Hep. Einmal durchrollen. Hätte ja sein können, dass sich da was Interessantes verbirgt. Wir haben hier eine Nebelwand. Das ging ja relativ schnell. Gut. Durchschreiten wir sie.
Der Nebel lichtet sich, da ist doch hier so ein Ritter links. Und da läuft irgendwie Wasser, oder? Ah, da haben wir, gut, wir haben einen angelockt, das ist gut, dann können wir den vielleicht mal rauslocken hier. So. Gut. So, ich glaube, langsam habe ich es raus mit denen. Ich hätte echt gern die Rüstung. Ich hoffe mal, die findet man noch irgendwo. Ich glaube, die werde ich dann auf und werde sie nie wieder ablegen. Wenn sie nicht allzu schlecht ist. So, langsam vorsichtig vorgehen. Oh. Da haben wir wieder von diesen fliegenden Köpfen. Was war das denn? Da scheint doch was drunter zu sein. Und das Viech scheint anzugreifen. Kann ich das auch irgendwie rauslocken? Ah. Okay. Ist relativ langsam. Das ist schon mal praktisch, wie ich finde. Hält aber auch eine Menge aus. Sieht bisher aber gut aus. Einfach ein bisschen in Bewegung bleiben. Was wird das jetzt? I. Das sind ja, glaube ich, diese komischen Köpfe, die eigentlich ein bisschen an Doom, die wahrscheinlich gleich auf uns zufliegen, nicht kotzen. So hässlich bin ich nun auch wieder nicht. Und uns wahrscheinlich gleich attackieren werden. Na, kommst du, du Kopf? Der Kopf kommt. Aua, das hat gesessen. Nicht gut. Dafür ist der jetzt platt. Jawohl. Ja, da hat uns einmal erwischt. 5000. Ich schätze mal, die kommen dann nicht wieder. Hat nichts gedroppt. Nein. Dann würde ich mich ganz gerne mal hier um den kümmern. Steht der etwa mit dem Rücken zu uns? Da könnte man ja mal einen Backstep machen. Und weg. Sehr schön. Da ist noch einer von den Köpfen. Ich dachte, die würden sterben, wenn der Typ drauf geht. Dieser, ja, dieses Blobvieh. War wohl nicht der Fall. Okay, dann explodier du mal. Oh, da oben ist eine Leiche. Ich dachte gerade, da wäre noch einer von diesen Skelettrittern. Bisher muss ich sagen, gefällt es mir hier aber sehr gut. Etwas dunkel. Aber sonst durchaus ansehnlich. Ah, da ist noch einer. Huhu. Anvisieren, jawohl. Dann locken wir dich mal ein bisschen hier ins Offene. Na komm, ja, haben nicht den ganzen Tag Zeit. Na, die sind halt auch relativ schnell. Jetzt schilden wir uns gegenseitig. Ach, Mist, der hat nicht geklappt. Irgendwie habe ich das mit dem Backstep nicht mehr so richtig drauf. Wahrscheinlich jetzt zu lang nicht mehr praktiziert. Okay, was haben wir sonst noch? Sicherheitshalber Schild oben lassen. Eine Leiche. Menschlichkeit, sehr gut. Und ein Hebel. Eine Vorrichtung, die sich nicht bewegt. Ich denke, was? Die scheint nach oben zu gehen. Dann gucke ich doch erstmal hier. Hier ist nichts. Doch, die Treppe. Wahrscheinlich haben wir dann einmal den Aufzug und einmal die Treppe auf der anderen Seite.
Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh, hier sind viele Gänge. Oder zumindest zwei. Mehr als einer sind viele. Und ich will mir mal die Leiche hier holen. Eine Ritterseele, alles klar. Leuchtfeuer fände ich jetzt auch nicht schlecht. Aber lieber mal vorsichtig und bedacht hier vorgehen. Keine Ahnung, was uns hier noch alles erwartet. Okay, ja, da unten waren wir. Uiuiuiui. Bin auch ein wenig angespannt, muss ich zugeben. Die Gegner gingen bisher, aber... Ich kriege ein wenig schwitzige Hände. Und 35.000 Seelen. Uiuiuiui. Wäre ärgerlich, wenn wir die verlieren. Da ist eine Leiche ohne Loot drin. Ah, Truhe, du stehst da so verdächtig. Okay, ist sicher. Wir haben eine Riesenglut. Dann bringen wir die noch zu Andre. Das scheint wohl hier einfach so Bonus. Genau. Bin mal gespannt, was wir mit der Riesenglut... Ach, das können wir uns mal... Wir haben ja auch die ganzen anderen Sachen noch gekriegt. Komm, dann schauen wir uns die gerade mal noch an. Bin jetzt wahrscheinlich etwas... naja... Unvorsichtig, Golter... Kohleartig, das könnte ich ja auch mal nutzen. Vielleicht beim nächsten Bosskampf, wenn ich dran denke. 5 Wanderflüche haben wir noch. Heimkehrknochen. Nur noch 2. Ja, Fernglas. Und eine ganze Menge Seelen. Vier Menschlichkeit wieder. Die Finger haben wir uns hier angeschaut. Zur Waffenveredelung. Was macht die denn? Standardwaffen, Verstärkung auf plus 15. Okay, cool. Was haben wir denn sonst? Wir haben doch noch einen Ring gekriegt, oder? Hartstahlring, Fluchbissring. Genau, dieser Dusk. Ach, Gewehr zusätzlich, Magie halbiert, aber die Trefferpunkte. Nee, das ist leider nichts. Dieser magische Ring in Form einer Krone wurde Prinzessin Dusk von Ulaisil zu ihrer Geburt geschenkt. Der Ringstein erlaubt dem Träger zusätzliche Zauberei zu wirken, allerdings kostet dies die Hälfte der TP. Ne. Das bringt mir überhaupt nichts, da ich ja keine Magie verwende. Okay, dann wären wir hier soweit durch. Dann gehe ich mir doch mal jetzt den Aufzug anschauen. Wo der uns hinbringt. Ja, hier haben wir soweit alles abgegrast. Dann mal ab nach unten. Der Aufzug war ja hier. So, hüpf. Oh, hallo. Nicht gut, wir haben nämlich keine Wanderflüche mehr drauf. Scheiße. Scheiße. Jetzt aber. So. Das lief ja mal nicht gut. Mist, das heißt, wir brauchen hier unten also auch noch Wanderflüche. Ich hab gehofft, wir haben sie. Sind die jetzt los, die Geister?
Oh. Ach, jetzt sind wir hier. Ah, okay, das war wohl eine Abkürzung dann. Gut, dann verziehe ich mich gerade nochmal. Dann geht es da unten wohl dann doch weiter. Aber wir haben eine weitere Abkürzung freigeschaltet. Das ist schön. Die Frage ist, ob es hier jetzt irgendwo noch weitergeht. Aber ich glaube, da hinten war ich ja noch nicht, oder? Genau, hier geht es einfach weiter. Manchmal lohnt es sich, den offensichtlichen Spuren zu folgen. Oh. Der glitscht hier noch ein wenig rum. So, leg dich mal hin. Bei den wir gebacksteppt haben. So, ich hoffe mal, hier kommen keine weiteren Geister. Wohl wahrscheinlich schon, weil wir ja wieder hier unten sind. Na, erstmal ein Ritter. Mist. Ja, scheiße. Da hatten wir jetzt nicht mehr genug. Genug Ausdauer, um den Schlag parieren zu können. Noch eine Seele, eine weitere. Noch eine Seele. Ich hoffe mal, hier kommen jetzt nicht noch irgendwelche Ritter rumgelaufen. Voll. Haben wir hier noch was? Boah, so viel zu erforschen. Tun wir uns doch hier nochmal gütig. Wahrscheinlich auch wieder Seelen. Ach ne, noch rote Augäpfel. Das heißt, wir können noch Leute invasionieren. Ansonsten. Da. Hep. Einmal. Zweimal. Tot. Machen wir es so, geht dann doch etwas schneller. Ein Hoch auf die Hellebarde. Leuchtfeuerwehr unten jetzt langsam mal praktisch. Sind das wieder Blobs? Da schleimt doch wieder irgendwas rum. Hier haben wir wieder die Drachen. Hier komme ich aber nicht hoch, oder? Nö. So, dann schauen wir uns mal hier weiter um. Hier ging es nach oben, genau. Gehen wir mal nach oben. Vorsichtig, Schild. Ach, da ist, ja genau, da ist der Blob. Hallo, Blob. Oh, und hinter uns. Ah, nicht hinter uns, sondern hier vor uns. Ein weiterer Ritter. Einmal. Zweimal. Dann kümmern wir uns noch schnell um den Blob hier. Ich hoffe zumindest, dass es was wird. Der ist, glaube ich, zu fett, um aus dem Eingang da, oder durch den Eingang zu kommen, oder? Bist du zu fett? Bist du zu fett? Bist du zu fett? Er ist zu fett. Oh je. Wir sind jetzt verglippert. Können uns jetzt zwar noch rollen und oh, verlieren auch ständig Leben. Das ist jetzt nicht so toll. Okay. Da hatte ich Glück, dass ich den Schild rechtzeitig oben hatte. Also aus Reflex. Kriege ich den von hier? Ja, kriege ich.
Gut, dann machen wir den noch fertig. Und dann beende ich die Folge aber auch. Einmal noch und dann dürften wir ihn ja haben. Mhm. So. Und tschüss. Doch noch nicht. So, Block Nummer 2 erledigt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn ich hoffentlich hier mal ein Leuchtfeuer finde. Ohne Truhe. Sehen wir uns die noch an? Ja, komm. Wenn hier nicht noch noch großartig Gegner sind. Mist. Wollte ich damit sagen. Mal wieder wie üblich auf Nummer sicher gehen. Okay, ist sicher. Und wir haben einen grauen Brocken. Schön. Dann machen wir mit dem grauen Brocken Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann. Ciao, ciao.